Wenn das Feld eben so sauber ist, wie wir es da jetzt vor uns sehen, dann sind beim Anbau ein paar wichtige Dinge hinsichtlich Einstellung bei der Sämaschine zu beachten. Es soll hier die Kreislecke beim kombinierten Anbau nur mehr so tief arbeiten, wie wir das Saatkorn auch entsprechend ablegen möchten. Das heißt 3 bis 5 cm. Durch das Abschleppen erwärmen sich hier die oberen Bodenschichten schneller als die tiefer liegenden und bearbeiteten Bodenschichten. Dadurch kann man das Saatkorn auf den feuchten Unterboden ablegen. Der warme Oberboden führt zu einer raschen Keimung und das Korn hat auch einen sehr schnellen Wasseranschluss nach unten, sodass hier einem raschen und zügigen Feldaufgang eigentlich nichts mehr im Wege steht. Es sollte auch dem Nachläufer nach der Sämaschine eine entsprechende Beachtung geschenkt werden. Meiner Meinung nach ist ein Striegel immer etwas besser als eine Walze, weil eben eine Walze zwar eine Rückverdichtung verursacht und die auch in trockenen Zustand etwas bringt, aber dadurch, dass wir hier eben entsprechend feuchten Unterboden haben, ist der Striegel auf alle Fälle der bessere Nachläufer als eine Walze nach der Sämaschine. Die Drehzahl der Kreislecke sollte nicht zu hoch gewählt werden, weil wenn es zu hohe Drehzahlen habt, dann kann sein, dass sich im Unterboden Schmierschichten bilden und der Oberboden vielleicht auch etwas zu fein wird. Dann kann es passieren, dass bei einem Gewitterniederschlag wir eben sonst Verschlemmungen am Oberboden haben und da tut sich die Sojabohne schwer, dass er entsprechend wieder durchkommt. Zu grob sollte das Saatbett auch nicht sein, weil man ja in unseren Breiten sehr viel Vorauflaufherbizide einsetzen und da braucht man entsprechend mittelkrümeliges Saatbett, damit diese Vorauflaufherbizide auch gut zur Wirkung kommen können. Wer auf seinen Feldern Verhältnisse vorfindet, die leicht zur Verschlemmung neigt, dann kann man mit einer Gabe von 800 bis 1000 Kilogramm Brandkalk jetzt auf den abgeschleppten Acker dem vorbeugen, weil Brandkalk stabilisiert die Krumme, dass er nicht verschleimt und wirkt auch entsprechend bodenerwärmend, wo es wieder der Sojabohne im Feldaufgang zugute kommt.